Präsident, ja, das war mein Drang, deine grenzenlose Gutmütigkeit nunmehr auch in meiner Rede vollkommen auszunutzen, weil das, was ich bisher gehört habe, ein Skandal schlechthin ist und die Bevölkerung nur noch den Kopf schütteln wird, wenn sie die Verteidigungsreden von SP und ÖVP hier herinnen hört, rund um die Strompreiserhöhungen der KELAG. Ja. Das Beste und das Tüpfelchen auf den i war der Kollege Leikam als Vorsitzender vom entsprechenden Ausschuss heute Vormittag, der das da heraus irgendwie verwechselt hat. Ich meine, da heute war keine Bewerbungsrede für einen Topjob in der KELAG zu halten, sondern wir haben über eine Entlastung, eine mögliche Entlastung für unsere Bürger im Zuge dieser geplanten Strompreiserhöhung durch die KELAG zu diskutieren und Maßnahmen aufzuzeigen, wie das zu machen ist. Ja? Aber ihr habt es ja schon am Vormittag im Ausschuss ausgezeichnet, genauso die Kollegen der ÖVP, wo es darum gegangen ist, mit Suggestivfragen den Weg zu bereiten, nämlich den Vorständen der KELAG den Weg zu bereiten, diese Strompreiserhöhung möglichst farbig und schön darzustellen. Ja, das waren heute eure Auswüchse am Vormittag im Ausschuss. Jetzt habt ihr die Verteidigungsreden als Beweis dafür gehalten. Die Bürger werden sich ihre Meinung bilden. Fakt ist aber, dass den Märchenausführungen diverser Redner von SP und ÖVP einiges entgegenzuhalten ist. Einerseits Kollege Mahle und die Zeit verrinnt. Du hast gesagt, die Bürger spüren es entweder gar nicht oder nur mit 6 Euro pro Monat. Ja? Das fällt genauso in die gleiche Variante hinein, wie dein Kollege Nehammer gesagt hat, die Bürger sollen endlich arbeiten gehen, dann spüren sie die Teuerung nicht. Wir jammern in Kärnten auf hohem Niveau und die Kollegin der ÖVP das letzte Mal gesagt hat, solange die Bürger eh noch Urlaub machen können, ist eh alles gut. Das ist scheinbar eure Parteilinie, nur ich muss euch an eines erinnern, weil ihr dann heraussteht, genauso wie die SP und dauernd sagt, nur die Freiheitlichen haben die Anteile der KELAG verkauft. 2001, hier im Hohen Haus, euer Redner Wute, Kollege Unterrieder von der SPÖ, gemeinsam verteidigt die notwendige Strommarktliberalisierung und den Anteilsverkauf an der KELAG. Ja? Das ist einstimmig hier im Kärntner Landtag beschlossen worden und das sollen nicht die Bürger wissen, sondern auch die Medienvertreter, die das bis jetzt ausgeblendet haben. Also hört auf mit eure Märchengeschichten, mit eurem vorwurfsvollen Herumgaukeln gegenüber der Öffentlichkeit, weil 2012 gibt es eine Aussendung. Ja, da hat sie das nächste gemacht, ja, ÖVP. Landesrat Dobernik und der leider viel zu früh verstorbene Landesrat Rumpold verteidigen gemeinsam und argumentieren gemeinsam den Anteilsverkauf, den weiteren rund um die KELAG. ÖVP-Linie hat hier mitgestimmt. Auch das muss man einmal der Bevölkerung sagen. In der Regierung ist es auch entsprechend so festgemacht worden. Und lies einmal die Presseaussendung durch, dann hörst du auf, dauernd mit dem Finger auf die Freiheitlichen zu zeigen. Aber ich habe noch 2 Minuten für die SPÖ. Ja, und die werde ich noch entsprechend nutzen. Kollege Seiser, bei allem persönlichen Respekt, keiner von uns hat gefordert, weil wir natürlich auch des Aktienrechts kundig sind, eine Einflussnahme auf die Vorstände in der KELAG. Wir haben gesagt, es wäre notwendig, auf die Aufsichtsräte in der KELAG einzuwirken, weil es um eine strategische Ausrichtung des Betriebes geht, der Betriebsführung geht. Und das ist heute vom Kollegenvorstand Güttlein bestätigt worden, dass es eine strategische Entscheidung war, diese Strompreiserhöhung in dieser Form durchzuziehen. Und nunmehr, werte Kolleginnen und Kollegen, Beweis dafür, dass wir Freiheitliche damit richtig liegen, das dem Aufsichtsrat mitzugeben, liefert die Kollegin Schaunig selber im Bericht über die Beteiligung des Landes Kärnten, Beteiligungsbericht 2015, 1:10 habe ich noch, das Zitat geht sich aus. Da schreibt die Frau Schaunig und unterfertigt diesen Bericht, mit dieser Beteiligungskonstruktion ist das Land Kärnten weiterhin in der Lage, strategische energiepolitische Entscheidungen zu bestimmen. Gleichzeitig kann die KELAG den Erfahrungsvorsprung von RWE im liberalisierten europäischen Markt nutzen. Zitat Ende. Werte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Medienvertreter, wo auch immer Sie heute sind, ja, lesen Sie dort einmal nach, was die SPÖ hier für ein Spiel spielt. Man kann natürlich den Aufsichtsräten des Landes Kärnten eine Order mitgeben und sagen, bitte aus strategischer Sicht ist es besser, nicht Kunden kurzfristig auszunehmen und zu vernichten, sondern mittel- und langfristig zu erhalten und nicht über die Klippe zu stoßen. Um das geht's. Und die Leute werden ausgesackelt, nicht nur bei den Steuern, sondern darüber hinaus bei jedem einzelnen Produkt, das sie im Supermarkt kaufen und sonst überall, weil der Strompreis durchgerechnet wird von den entsprechenden Erzeugern und auch vom Handel. Ja, das ist Fakt, das wird sie nicht leugnen können, auch der Kollege Mahle nicht, bei dem diese Strompreiserhöhung nicht oder
oder nur mit 6 Euro ankommt. Die Leute können sich das nicht mehr leisten. Bitte zum Schlusssatz zu kommen. Und geriert euch tatsächlich überheblich in einer Sonderform, und dafür nehme ich gerne einen Ordnungsruf in Kauf, weil diese Art von Politik fällt der eigenen Bevölkerung in den Rücken und ist schleunigst abzustellen. Dankeschön. Danke.